Geil, was? Ich schau mal, ob ich den Emsland hier direkt ankoppeln kann. Muss ich kurz mal gucken. Geil, den Emsland kann ich sogar schon ankoppeln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. So, heute großes Shopping-Day angesagt. Wir haben 84.000 Hömer. Geile Scheiße, du. P. Und dann kaufen wir uns als erstes mal, wer hätte es gedacht? Und zwar den schönen... Oh, was haben wir denn hier? Nee, Gruber brauche ich nicht, da habe ich einen großen. Und zwar kaufen wir uns einen schönen... jetzt muss ich erstmal finden. Ich hab's vergessen. Hier. Oder da, Sämaschinen. Kaufen wir uns dieses schöne Sägewerk hier. Nee, welches ist es? Das hier, oder? Ja. Dieses schöne Sägewerk hier. Für 58.000 zum Säen von Mais oder Zuckerrüben. Kaufen wir uns direkt. Und was wir uns dann auch noch holen, ist hier der kleine Mod. Und zwar er hier. Kaufen. Und dann haben wir noch 9.000. Jo, hier haben wir letztes Mal abgeliefert. Ja, und dann haben wir hier meinen Träger. Den guten Klaas. Und der Dingen da. Ist doch ganz nice. Hat eine Anhängerkupplung. Ich weiß es gerade gar nicht. Nun ja, setzen wir die erstmal zurück, die Fahrzeuge. Bin nämlich zu faul, die da zum Hof zu fahren. So. Dann kann ich die hier hinten auch noch gleich zurücksetzen. Wunderbar. Einmal bitte in die Nähe des Hofes. Wunderbar. Geil, was? Ich schau mal, ob ich den Emsland hier direkt ankoppeln kann. Muss ich kurz mal gucken. Geil, den Emsland kann ich sogar schon ankoppeln. Heißt, wenn ich hier das Rohr ausfahre, oh, kann ich alleine selbstständig dreschen, weil er das hier hinten reinprügelt. Zwar nicht so viel, aber dennoch ganz okay. Würde ich mal fast behaupten. Lassen wir den Emsland hier mal stehen. Fahren jetzt das Rohr hier wieder ein. Und suchen uns mal unser großes Maisschneidewerk. Dann kann ich euch mal direkt zeigen, dass der dort auch ankuppelt. Naja, es wirkt jetzt eher ein Landwirtschaftssimulator 2008 Grafik. Aber nun ja. Mein ist doch ganz in Ordnung. Der wird uns jetzt sehr, sehr lange durch das Let's Play begleiten. Der wird uns, ich denke mal, reich machen. Quasi. Und ja. Wie ihr seht, kann man nicht jetzt hier quasi schon... Ist ja quasi schon erntereif. Und da ich mir hier diesen Träger zurückgesetzt habe, werde ich direkt auch mal... Ja, jetzt muss ich erstmal ihn hier wegfahren. So, ich entlade mal kurz in Emsland. Und ja. Da muss ich so, weil ich sonst nicht anders ankuppeln kann bei dem langen Gerät hier. Wunderbar, fahre ich den Emsland mal kurz weg und entleere den. So. Das ist richtig nice. Und ja, das Feld hinten habe ich ja schon gerubbert. Dann werde ich, denke ich, da direkt mal anfangen, das Feld zu grubbern. Zu säen. Nicht ich, sondern der Helfer, der kann das ja machen. Oder der Helfer drescht, ist ja auch egal. Aber ich denke mal, eher ich kann dreschen, weil ja, der Helfer, der kann das Säen bei diesem, ich sag mal, halbwegs großen Feld übernehmen. Gut. Haben wir auch ein bisschen Weizen im Lager. Ich meine, wir sind jetzt gerade nicht mehr die, so die Reichsten. Jetzt haben wir ja gerade etwas ausgegeben. Aber ihr seht, wir haben jetzt relativ schnell, würde ich behaupten, was Mähwerk und Drescher zusammenbekommen. Na gut. Was macht er denn? Hauptsache, er springt so. Nun ja, wir haben jetzt relativ schnell die Sachen hier zusammenbekommen. Und ich sag mal so, das geht doch schon mal. Jetzt springt er nicht mehr. Aber die Reifen drehen sich nicht weiter. Ist okay. Ich stelle mal Zeit ganz runter. Wo haben wir denn hier? So. Gut. Koppeln wir das mal an hier. Mais ist ausgewählt. Gut. Das wäre sonst natürlich extrem kacke, wenn hier Rüben jetzt rausgewählt wären. Aber nun ja.
Wo war die Saat auf Vollstelle? Ich glaube, Stelle. Stelle, ich glaube, die war hier. Dankeschön, das reicht schon. Ah, das ist Käse hier. Damit kommt man nicht so leicht wieder weg. Okay, dann fahre ich eben rückwärts raus. So. Ich denke, das reicht fürs Feld, die 82 Körner, die da jetzt drin sind. Na gut, das sind ja eigentlich 82 Liter, meine ich. Und der Helfer, der braucht das ja nicht. Also von daher, ja, ganz in Ordnung. Düsen wir mal darüber, lassen den Helfer dann hier ein bisschen werkeln mit dem neuen Gerät. Freut mich, dass wir es jetzt halbwegs weit gebracht haben in dem Let's Play hier. Ich meine, ist jetzt nicht so der größte Fortschritt, aber ich meine, er geht. Also den finde ich richtig, richtig toll. Und hier ist unser Feld. Einmal ordentlich Sämaschine aufklappen. Direkt mal den Helfer effizient arbeiten lassen hier. Sämaschine senken. So, ich suche, also ich gehe jetzt hier mal zurück ein bisschen. So. Gut. Ein Stückchen zurück. Helfer einstellen. Und der fängt jetzt hier an zu säen. Ist doch cool. Ah, halt! 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 Helfer ausstellen. Obwohl, wisst ihr was, ich dünge ich halt gleich nochmal manuell. So, wunderbar. Nice. Ja, ich werde wahrscheinlich zwischendurch eine Mission erledigen. Einfach damit, wartet mal, ich muss jetzt hier nochmal den, mit dem Drescher den Hänger an die Wiese fahren, damit ich hier nicht immer mit dem Drescher rumfahren muss, obwohl er eigentlich geht. Nun ja. Gut, auf jeden Fall finde ich das richtig toll, dass wir jetzt halbwegs weit gekommen sind. Und ja. Muss ich nur noch irgendwie 100.000 zusammenkratzen, um mir den großen Radlader zu holen. So. Einmal bitte schön hier stehen bleiben. Wunderbar. Nice, nice, nice. Ich würde gerne... Cockpit an sich, dankeschön. VB2. So, das habe ich jetzt drauf. Das senden wir gleich mal ab. Komm ein Stückchen weiter vor. Wunderbar. Und dann jetzt hier geradeaus. Typischer halt. Wunderbar. So, gut, ja, dann, was kann ich denn mal so erzählen? Ich mache mir hier Dingens an. So, damit der Part kleiner wird. So, ja, ich freue mich auf jeden Fall richtig, richtig doll, dass wir das jetzt geschafft haben. Ist jetzt auch schon lange, lange, oder ein großer Teil des Parts vorbei. Lange, lange, genau. Also ein Stückchen vom Part ist ja jetzt schon wieder vorbei. Und, ja. Ich denke einfach, im nächsten Part werde ich dann vielleicht mal säen und den Helfer hier dreschen lassen. Weil, ja, finde ich doch eigentlich ein Stückchen besser, wenn ich das machen könnte. Weil ich habe das jetzt gekauft, aber ich lasse davor erst den Helfer machen, damit ich hier vielleicht, oh, da habe ich was übersehen, eine Fuhre noch hinbekomme. Kann ja dann immer der Dingens da abladen. Der Häcksler. So, bitte lass es reichen. Nein, es hat nicht gereicht. Rohr ausfahren. Ich weiß nie, auf welcher Seite das rauskommt. Ich meine, aber auf der Seite hier. Mal schauen. Ja, war genau richtig die Seite. Wunderbar. So, einmal abladen, bitteschön. Geht auch relativ schnell noch. Also mich freut das jetzt, dass wir da den Class Drescher haben.
Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen gescheatet, aber ich meine, ich spiele auch auf normal. Und da kann man sich sowas, denke ich mal, erlauben. Ja. Also ich finde, bis jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ich habe nämlich, E-Mail bekommen. Bin nämlich nicht lange rumgehampelt, habe hier neue Funktionen ausprobiert. Na gut, BGA ist jetzt auch eine neue Funktion, aber wie ihr wisst vielleicht, bin jetzt einfach direkt auf BGA gegangen und habe hier nicht Rüben geerntet oder sowas. Und ja. Also, da muss ich dann schon sagen. Machen wir das mal. Schaffen wir uns mal ein kleines bisschen V bitte. So, ein kleines bisschen Kohle ran, damit wir die Helfer bezahlen können oder den Helfer. Und ja. So, wo müssen wir denn dafür lang? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo ist 9? Da ist 9. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Nähe von unserem Hof. Da fahren wir dann mal hin, ne? Denke ich, machen wir im nächsten Part die Mission weiter. Den ich jetzt auch gleich direkt im Anschluss aufnehmen werde. Ich werde nur so halt Cut zwischendrin setzen. Kommt ihr gar nicht viel von mit, außer dass ich Tschüss sag. Und dann direkt weiter aufnehmen. Ist ja eigentlich auch eher eine Randinformation. Nur für die Leute, die es mal wissen wollen. Krampe im Sonderangebot. Was ist denn ein Krampe? Sorry, dass ich das nicht weiß, aber... Krampe? Nee. Er hier ist im Angebot. Okay. Hier habe ich aber einen größeren. Ich meine, ich habe diesen hier, oder? Oh, Krampe sind auch die ganz großen hier im Angebot. Da muss ich mal schauen. Vielleicht hole ich mir dann einen. Obwohl, so schnell werde ich das Geld wahrscheinlich nicht zusammenbekommen. Nun ja, ist ja auch erstmal egal. Ich freue mich schon richtig aufs Häckseln. Das macht nämlich, finde ich jetzt persönlich, relativ viel Spaß noch. Ist fast so geil wie Dreschen. Oder kann locker mithalten. Und ich habe mich festgebackt, oder? So. Da kommt man doch noch raus hier. Oder auch nicht. Doch. Wunderbar. So, einmal runter mit der Schaufel, dann wieder. So, haben wir geschafft. Schön rausgebackt. So. Wow, ich fahre jetzt nur noch bis zum Missionsannahmeplatz. Wow. Wow. Vorsicht, mach jetzt kein Kack-Treckerchen. Oh, da ist er wieder am Säen hier, kräftig. Ich hatte jetzt eigentlich das Düngerwerk noch direkt vorne dran kloppen können. Aber nun ja, mache ich dann vielleicht später noch manuell. So, ich denke, in der Stadt nehmen wir dann an, in der Nähe der Tankstelle. Ja, da blinkt dieses komische Ding, weil großes Angebot für Raps, aber ich habe keinen Raps auf dem Feld und ich habe auch keinen Raps mehr im Lager. Von daher ist das eigentlich relativ uninteressant gerade. Sieht fast so aus, als ob die Annahmestelle oder besser gesagt Abholstelle dort in der Stadt ist. So. Nun ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder. Wenn ihr die Mission sehen wollt, dann schaltet wieder ein. Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Part.